Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir unser erstes Gehege hier gebaut und haben die Tiere schon mal Richtung Tierheim geschickt. Aber was bringt sich das, wenn wir nichts haben an Mitarbeitern? Bedeutet, wir brauchen mindestens einen Zoopfleger mal. Dann brauchen wir einen Tierpfleger, einen Techniker, obwohl da würde ich mich gleich um zwei kümmern, einen Sicherheitsbeamten. Fall mal runter, bitte. Und, Verkäufer haben wir noch keine. Tierarzt, ganz wichtig. So. Die sind schon mal hier. Und jetzt wird sich dann drum gekümmert, dass die Tiere hier reinkommen. Da läuft ja schon der erste. Wir müssen jetzt nämlich noch hier dementsprechend Sachen bauen. Da ist schon der Büffel. So. Und jetzt stellen wir das Ganze mal auf Pause. Hier ist nicht unser erstes Tier. Oh, schaut aus wie eine Kuh. Ne, schaut auch schon geil aus. Das finde ich cool mit diesen Sparkles, wo das Zeichen nochmal für Planet Zoo drin ist. Das ist cool gemacht. So, rauszoomen. Ich würde nämlich sagen, wir müssen, können uns nicht auch hier um eine Wasserversorgung kümmern. Wenn wir reingehen, können wir jetzt unter Wasser gucken, wie weit geht denn hier der Radius. Hier können wir zum Beispiel jetzt die Wasseranlage hinsetzen. Strom geht so weit. Also da haben wir ordentlich. Hier ist eh noch was. Strom, das wusste ich gar nicht. Gebäude. Gehege. Wähle jetzt hier zum Anzeigen. Erlaufbare Fluchtpunkte, klimmbare Fluchtpunkte und überspringbare Fluchtpunkte. Hier die Temperatur sieht man, es ist sehr warm bei uns. Tierwohlbefinden. Hier negativer Einfluss auf Gäste hat dieser Bereich. Da sollten wir außen rum gehen. Die Bildung. Ein negativer Einfluss. Was hat denn da alles den negativen Einfluss? Alle hat so. Alles hat einen negativen Einfluss. Am größten hat halt die zwei Maschinen den Einfluss. Und Tierwohlbefinden. Das ist natürlich jetzt hier noch nicht so weit, denn wir müssen jetzt erstmal, haben wir jetzt ja geguckt, wo wir sozusagen unser Wasser machen können. Und jetzt zoomen wir mit dem Geländetool, aber nicht mit dem Drücken hier, sondern was ich gerne mache, ist mit den Formen. Und dann kann ich so weit wie möglich an den Rand des Geheges bauen. Das hier, jetzt siehst du, sieht man schon, wie groß das Ganze werden soll. Im Grunde ist der Plan, ein relativ seichtes Gewässer doch am Ende zu machen, mit doch ein bisschen tieferen Punkten auch. Und am Anfang heben wir das jetzt einfach so ein bisschen aus. Und jetzt gehen wir hier mit dem Glätten-Tool ein bisschen drüber, passen das alles wieder an, so dass das sich ein bisschen verfüllt. Und dann hatten wir hier schon mal, ich glaube eine doch. So. Wir tun das hier nochmal ein bisschen abglätten. Und dann nochmal wirklich anpassen. So. Gehen hier unten auf Wasser. Ich nehme jetzt hier ein ruhiges Wasser. Und machen hier draus einen riesigen Pond aus Wasser. So, jetzt kommt aber der Teil, wo wir. Doch, eine Sache können wir noch bauen, und zwar im Baumodus. Wir machen jetzt mal ein Fertiggebäude. Für das erste Tier brauchen wir ein Fertiggebäude, das fällt unter Gehege, glaube ich. Und dann unter Schlafmöglichkeiten. Dann nehmen wir einen großen Rückzugsort. Und der ist natürlich ein bisschen zu groß. So was Großes können wir jetzt hier nicht gebrauchen. Was wir wiederum machen können, ist hier das hier platzieren. Und da drin dann. Was sind das nochmal für Tiere? Das ist jetzt nicht nochmal eine wichtige Sache. Das sind Kaffernbüffel. Und die können wir hier perfekterweise natürlich sortieren. Flusspferd, bla 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 bla, Kaffernbüffel. So. Wir nehmen hier eine extra große Schlafmöglichkeit hinten in die Ecke. Zwei mittlere hier noch hin und einen noch hier hin. So. Haben wir auf jeden Fall genug Platz fürs Erste. Man sieht schon, das Gebäude ist doch echt groß. Und, mir gefällt jetzt zum Beispiel die Seite hier nicht. Das tun wir jetzt mal. Und jetzt können wir eiskalt bearbeiten. Jetzt können wir hier hingehen. Sagen, nee, so will ich das Gebäude jetzt nicht haben. Und dann gehen wir hier in Bauen. Unter Wände. Das
scrollen mal zu den Holzteilen, die wir jetzt brauchen. Und dann kann man mit den entsprechenden Tasten, wenn man sie findet, das in der Höhe verstellen. So. Dann dreht man das sich so. Ah, das war zweite falsch. Klack. Weil ich bin so ein Freund, der mag es, wenn so beidseitig das Dach so ein bisschen runtergeht. Und genau das machen wir jetzt hier. Wir gehen hier auf Dächer. Schauen wir mal, ob das zu... Das ist zu steil. Das ist wahrscheinlich noch steil. Das ist das Flachdach. Und zack. Ich weiß nicht, ist es das Dach oder ist es doch was anderes? Oder ist es doch so ein Dach? Oh, es ist so ein Dach. Oder? Nee, ist es... Verwirrung! So, Höhe anpassen. Ganz easy. Dann müssen wir noch einmal unter Wände hier hin. Holz und dann eine dünne Slope für hier vorne. Zack. Und schon hat sich das hier angepasst. Und dann gibt es natürlich bei den Dächern immer noch so Einzelteile, wie hier jetzt Metallplatte, Dach. 1 Meter. Ist jetzt halt je nachdem, wie stark das sozusagen gedreht ist jeweils. Kann man das ganz easy hier schnell anpassen. Zack. Und schon haben wir das Gebäude ein bisschen angepasst, so wie wir es haben wollen. Aber jetzt müssen wir wieder zu ihm gehen, denn er sagt uns jetzt genau, was er alles haben will. Er sagt hier, er ist hungrig. Genau, wir brauchen jetzt noch was zu essen. Ergänzungsmittel. Zirrungsverhalten. Hier, soziale Gruppe fehlt ihm noch. Und jetzt schauen wir mal hier das Gelände an. Er hätte gern 20 Quadratmeter Wasserfläche. Müsste ja das hier eigentlich ergeben, oder? Steht hier aber Gras lang, ist zu viel da, Gras kurz ist zu wenig da. Bedeutet, wir können... das hätte ich jetzt natürlich wieder so machen können. Jetzt habe ich natürlich wieder die falschen Button gedrückt. Weil natürlich hinter mir pfeift es gerade. So, Gelände. Bemalen. Uns geht nicht gerade der Sommersturm hier los. Und jetzt können wir sehen, jetzt geht das Gras lang runter. Gras kurz geht hoch. Passen wir das hier so ein bisschen an. Dann will er noch eine leichte Erde haben und die setzen wir jetzt zum Beispiel hier ganz easy rein. Dann noch natürlich am Wasserloch entlang. So. Was anderes braucht er ja nicht. Ein bisschen Fels will er vielleicht haben, aber das ist relativ wurscht. Wasserfläche haben wir. Da wir haben 2000... Kann ich hier nachgucken, wie viel Wasserfläche das Ding hat? Ja, 31 Kubikmeter Wasser hat er. Wenn wir jetzt hier hingehen, können wir noch unter Pflanzen, Umgebung gucken. Liste der Pflanzen. Hier sind schon 2 Pflanzen drin und das sind die beiden. Und wie es scheint, passen die auch. Also da meckert er nicht rum. Leute, wir können jetzt hier auf Natur gehen. Er mag zwar nicht viel, aber wir können ein bisschen was reinhauen, damit es ein bisschen nach was ausschaut. Kontinent, will er Afrika. Dann nach Biomen, Graslandschaft und Tropen. Graslandschaft und Tropen. So, jetzt können wir den Filter klein machen. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier so ein paar nette Bäume. Die das Ganze hier noch so ein bisschen anregender machen zum Beispiel. Ups, nee, den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte ihn eigentlich... Dann hatten wir so ein paar große Bäume. Da muss man immer so aufpassen, was man sich halt da reinstellt. Weil die doch teilweise echt groß sind. Das sind Lianen. Das kann man zum Beispiel jetzt noch hier so als den Schilfrand des Wassers verwenden. So. Ah,
Haben wir hier so ein bisschen Bepflanzung drin. Dann tun wir hier noch so den Eingang so ein bisschen mit ein paar Pflanzen anpassen. Dann haben wir schon so ein einigermaßen nettes Gehege, würde ich mal sagen. Und Spielzeug, er will hier Lebensqualität durch Futter. Da können wir wieder unter Gehege, das haben wir auch gefiltert. Und können unter das Spielzeug gehen. Und ich glaube, dazu haben wir noch nichts erforscht. Wasserdruck groß hätten wir, aber was wir haben, ist ein Futter groß. Futterdruck groß. Der kommt zum Beispiel jetzt hier hin. Wir haben aber nichts an Spielzeug, wie es scheint, ne? Hm. Jetzt kommt aber der nächste Schritt noch dazu, weil, wenn du das Gehege hast, hört es ja noch nicht auf. Du willst ja auch informativ sein. Der Zoo wird bewertet, nachdem von einem Inspektor, der vorbeikommt, wie informativ dein Zoo ist. Ohne Scheiß. Und du verdienst am meisten durch die Gehege. Jetzt gibt es hier diese schöne Infotafel zum Beispiel. Die setzen wir jetzt hier einmal hin. Und ich setze immer relativ viele. Und der Baum kann hier eindeutig weg, weil der ist im Weg. Steht auf meinem Weg, geht weg. Darf ich den nicht entfernen oder was? Der Baum darf nicht entfernt werden. Was ist das denn jetzt? Ist alles ausgegraut. Komisch. Ganz, ganz komisch. Naja. Dann tun wir den hier immer wieder anpassen, so dass das natürlich auf dem Weg auch zeigt. Die müssen wir jetzt aber aktivieren, weil du musst ja auswählen, über welche Tiere natürlich dort jetzt die Infos stehen. Hm. Wir haben aber nur Kaffernbüffel, bedeutet Kaffernbüffel kommt hier auch hin. So ein richtig geiler Kaffernbüffel. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Es hört nie auf, ich sag's euch. Spendebüchsen. Stellt überall Spendebüchsen hin. Denn diese bringen Kohle. Ich tue jetzt mal hier nur A3 hin, das hoffentlich reicht. Und dann haben wir sozusagen hier die Infos überall verteilt und auch die Spendebüchsen. Wir haben einen Eingang, wo die Leute rein und rausgehen. Und müssen jetzt dann eigentlich nur mal so einen kleinen Aufenthaltsbereich machen, den wir eigentlich hier vielleicht hinparken können. Oder hier drüben. Denn wir brauchen dann noch für die Besucher einen bestimmten Bereich. So, aber jetzt starten wir erstmal die Zeit. Jetzt kommt der nächste Büffel. Ab. Ah, wie es ausschaut, ist das das Männchen. Nein, es ist das Weibchen. Und hat sogar einen Bronzezustand. Man sieht, es ist hungrig. Wir gehen mal hier auf den Punkt und sagen hier Tierpflege zum Gehege rufen. Menge 40 Kilo können da platziert werden. Und man sieht, wir haben alles eigentlich relativ gut. Soziale Gruppe ausgerichtet. Soziale Gruppe. Oh, wir haben zu wenig Tiere. Schauen wir mal, ob wir noch einen Kaffernbüffel uns besorgen können im Tierhandelszentrum. Da filtern wir doch... Ah, da haben wir doch gleich die Kaffernbüffel. Holen wir uns noch ein Weibchen dazu, wenn sich das günstig ausgeht. Hier, Alter, die Elefanten sind schweineteuer. Die Windhunde auch, aber davon haben wir zwei Einser-Exemplare. Die können wir eigentlich aus dem anderen Zoo dann mal rüber exportieren. Bedeutet, wir holen uns jetzt hier noch für... Wir haben 500 Punkte frei. Holen wir uns auch das Weibchen, weil zwei Weibchen bringen sich mehr. Ins Handelszentrum verlegt, verlegen. Und du kommst jetzt hier rein. Dann hätten wir nicht drei Kaffernbüffel. Das sollte ja für den Anfang reichen. Da kommt einer auch schon raus. Und wir haben jetzt schon 70 Besucher für den Zoo. Das kann man sehen, die freuen sich jetzt darüber. Juhu! Drei ist immer noch zu wenig. Oha. Aber wir sind schon einigermaßen da und hier ist jetzt auch Essen. Und man sieht es inzwischen durch, fliegt dann hier Geld rein. Hier ist noch null reingeflossen. Wie schaut es mit der Spendenbüchse aus? Auch null. Ja, das kann jetzt bestimmt eine Zeit mal dauern. Huch, das sind aber viele. 75 fürs erste Tier. Das kleine Tier ist echt das Männchen, ich kann es nicht glauben. Das ist sogar das Alpha-Tier. Und hier kann ich Verhütungsmittel anwenden. Bedeutet, wenn mir zu viele Tiere da sind, kann ich schnell im Zoo-Menü zum Beispiel hier unter Tiere gehen.
Kaffernwürfel filtern und allen Verhütungsmittel geben. Was es dann relativ einfach macht, zu verhindern, dass zu viele Tiere in einem Gehege sind. So, jetzt tun wir aber noch hier drüben einen Weg machen. Länge 2 Meter, Breite 4. Wie gesagt, wir machen hier mehrere Wege. Und hier kommt ja dann auch noch ein Gehege hin. Und in dem Fall tun wir aber hier... Ich habe dich zwar um nichts gerade gefragt, aber danke, okay. Was hast du jetzt gerade gesucht, Handy? Die kommt dann denn auch noch ins Gehege hin. Gott, mein Handy ist doof. Dann hier so ein fortgefertigtes. Und zwar einmal hier so ein Doppelgebäude. Da müssen wir noch kurz was dran ändern, weil lustigerweise haben sie vergessen, da was reinzusetzen. Und zwar die Einrichtungen. Und zwar einmal haben wir hier einen Big Chief. Den hätte ich gern da drinnen. Nach unten. Welches Gehege war das? War das jetzt die Pupsoda oder war das? War das? Einmal nach unten. So. Dann nehmen wir das ganze Ding nochmal und bewegen das. Gehören die zwei Angestellten dazu? Hat die jetzt eiskalt mit angestellt? Ja, ich habe zwei Verkäufer mit angestellt. Cool. So, und die freuen sich natürlich jetzt drüber. Oh, trinken, cool. Oder auch nicht. Dann tun wir noch Einrichtungen. Eine kleine Toilette hier drüben platzieren wiederum. Weil die Leute müssen auch zwischendurch aufs Klo und das tut alles so ein bisschen auf die dementsprechende Bewertung einfließen. Schauen wir, ob wir jetzt schon Spenden bekommen haben. Der da vorne müsste eigentlich voll dabei sein. 1600 haben wir hier bekommen schon. Der Gesamtgewinn ist minus 12.000, weil wir so viel Minus gemacht haben. Der Bau und diverse andere Sachen haben uns viel gekostet. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Zoo hier überleben kriegen, weil ansonsten haben wir echt ein Problem. Weil ich bin Meister drin, Zoos nicht zu packen. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.